Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Ihr glaubt gar nicht, wie riesig ich mich freue, euch einmal vorzustellen, was ich vorhabe und euch das auch gemeinsam mit euch auszupacken. Im letzten Video habe ich euch die Halle einmal vorgestellt. Das Video haben wir gerade eben erst gedreht, deswegen auch noch die gleichen Klamotten. Aber egal, geht direkt weiter. Ich freue mich, dass das Kit wirklich, wirklich hier bei mir steht und wir das jetzt, oder ich euch mitnehme quasi, wie ich das Ganze verwirkliche. Klar, eins muss uns klar sein, ich muss dafür die Karosserie zerschneiden, hinten. Lass ich aber vom Profi machen, auch, das wird, ihr werdet das ja gleich sehen, auch lackiert werden muss das. Und da freue ich mich, also das ist von der Liste her auf Platz 1, worüber ich mich freue, aber auf Platz 2 ist wirklich, wirklich der Lack, weil der Typ, der sich dem annimmt, hat wirklich positiv gemeint. Ein an der Waffe, weil er einfach brutal ist, dieser Typ. Ne? Ich habe jetzt auch schon ein paar Stories und sowas gezeigt. Also der Typ ist wirklich der Hammer. Und ich freue mich schon, wenn das alles soweit fertig ist, dass wir dann einmal komplett zu ihm fahren. Wird mega geil. Ich packe jetzt einfach mal ganz schnell aus. Machen wir nur einen Zeitraffer oder so, ne? Weil es ist zu laut und ich kann dabei nicht quatschen. Oh, ich bin wirklich so aufgeregt, Leute. Ich packe hier nur so ein Karton aus, ne? Aber ich freue mich wie so ein kleines Kind. Das ist echt unnormal. Dazu muss man sagen, Oettinger vergibt Nummern. Und das Kit, was ich euch gleich vorstelle, ich blende euch mal ein Bild ein, wie das fertig aussieht. Oettinger vergibt immer Nummern. Und wenn ihr mal guckt, ihr könnt mir auch gerne, schreibt mir zum Beispiel bei Insta, weil ich habe wirklich das ganze Internet durchforstet. Es gibt gar keinen Dreitürer, ne? Also es gibt, ich bin der erste Dreitürer, den ich persönlich kenne. Plus, es gibt, soweit ich das weiß, auf der ganzen Welt, ich weiß nicht, ob es schon drei gibt oder mit mir zusammen die Nummer drei. Es gibt, ja, also ich bin hier der Einzige, den ich kenne. Das ich habe sowas noch nie live gesehen. Einmal, aber es war ein Rennstreckenwagen. Das ist zwar auch TCR, aber das ist, ich blende mal ein Bild ein, das ist aber halt Rennstrecken-TCR und das ist TCR Street Kit von der Firma Oettinger. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich habe euch eigentlich so viel zu erzählen. Ich habe auf jeden Fall die Nummer 17 vom insgesamt, von dem ganzen Kit, da ist nicht Dreitürer, Viertürer getrennt, sondern zusammen, habe ich die Nummer 17. Ich weiß gar nicht, wie viele Fahrzeuge es gibt insgesamt, weil ich habe mir die Nummer 17 ausgesucht. Nicht, dass ich dann die Nummer 17 in dem Sinne bin, also, wie soll ich das erklären? Ich konnte mir das halt aussuchen zwischen ein paar Nummern, weil es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, ich hätte gerne die Nummer 20, so in anderthalb, zwei, drei Jahren möchte ich, dass ihr mir das baut. Weil normalerweise baut Oettinger die Kits vor Ort. Ich habe jetzt das Privileg und in Zukunft, das ist noch nicht so 100%ig fest, in Zukunft soll die Verbauung, sagt man Verbauung? Nein. Also das Kit verbaut werden, nicht nur bei Oettinger, sondern auch bei ausgewählten Partnern. Das heißt, wenn ihr da irgendwie Interesse habt, schreibt ihr am besten Oettinger an. Ich weiß auch nicht so ganz genau, wie das dann so vonstatten geht, aber im Laufe der Videoreihe, weil das werden ja einfach mehrere Videos, werde ich euch noch ganz genau sagen, solltet ihr Interesse daran haben, wie ihr zu so einem Kit kommen könnt. Was ich auf jeden Fall nochmal mit der Nummer sagen wollte, die Nummer 17 habe ich deswegen, weil das Auto ist auch Baujahr 17, deswegen habe mir wurden ein paar Nummern gesagt, die ich nehmen könnte und dann habe ich mich für die Nummer 17 entschieden, weil der Wagen halt 17 gebaut wird. Die 7 meine Lieblingszahl ist, das war's. Nur damit ihr das schon mal wisst. So, ich glaube, dass das hier der Spoiler ist. Das ist ein richtiges Unboxing hier heute, ne? Ich glaube, da steht da sogar drauf. Ja? Mhm. Auf der anderen Seite. Dachspoiler. Golf 7 TCR 2018. Den habe ich schon mal in live gesehen. Also das Kit habe ich auch schon mal in live gesehen, aber halt wie gesagt noch nicht am Dreitürer. Ne? Hier muss jetzt rein theoretisch eine Stoßstange drin sein. Die ist komplett. Hier muss rein theoretisch zwei Kotflügel drin sein. Die sind auch komplett und hinten wird geklebt und Dachspoiler haben wir da. Ich bin gespannt. Ich sehe es wirklich jetzt zum ersten Mal. Ihr seht, ich packe den Karton erst aus.
Butter. Danke. Oh. Junge. Das ist das Heck. Könnt ihr das sehen? Das Auspuffrohre. Mhm. Mega. Dreitürer. Das wird einfach nur geklebt? Das hier wird nur geklebt. Mhm. Da habe ich auch, ihr werdet das im Video sehen, da habe ich auch, danke an den Lackierer, der hat das quasi eingefädelt, weil das wird ja wie gesagt hinten geklebt und ich habe jemanden, der ein Profi ist, ich brauche es gar nicht drum herum erzählen. Mhm. Könnt ihr euch noch an den Typen erinnern, der bei Philipp die Seitenteile hinten geklebt hat? Danke, dass du dich dem Projekt auch annimmst. So, wir legen das mal hier hin. Oh, ich hab... oh, brutal. Das hier werden die Seitenschweller sein, gehe ich von aus. Wir packen das alles gleich nochmal aus, aber ich will als erstes die Kotflügel beim Auspacken. Das hier sind, glaube ich, die Seitenteile. Einmal die Das ist wahrscheinlich das uninteressanteste Video, was ich gedreht habe. Das sind wahrscheinlich die Rathaus-Dinger. Schalen? Schalen? Nee, Rathaus-Schalen nicht. Nee, die Schalen müssten da noch drin sein. Mhm. So. Ah, das ist ein Heckteil. Mega gut, auch die Verarbeitung, ne? Also bin ich echt. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe bei GFK, habe ich immer, muss ich ganz ehrlich sagen, achso, Material ist GFK. Weil ich das noch nicht erwähnt habe. Ich habe bei GFK immer so ein bisschen Angst. Weil da hat man immer ganz schnell, dass das halt nicht so gut verarbeitet ist. Ne? Aber hier bei dem Kit zum Beispiel, da ist jetzt der Vorteil, ist halt alles in Deutschland produziert. Und da wird auch viel Wert drauf gelegt bei der Firma Oettinger. Deswegen mache ich mir hier nicht so viel Gedanken. Das wird eine Rathausschale sein. Kann ich mir zumindest nicht anders vorstellen. Oder das ist für die Rücksitzbank. Könnte auch Katys neuer Sitz sein. Wo ist der Kotflügel? Hier haben wir noch eine Rathausschale. Was haben wir hier noch? Hast du schon mal so ein großes Paket ausgepackt in deinem Leben? Nein, noch nie. Also fühlt sich nicht toll an, ne? Bitte? Fühlt sich toll an. Ja, fühlt sich wirklich toll an, weil ich habe nicht viele Träume in meinem Leben und ich lebe mein Leben auch nicht so, dass ich mir Riesenziele setze oder sowas. Aber ich habe mir gewünscht, deswegen zum Beispiel auch der Dreitürer, weil... ich bin damals ja noch Diesel gefahren, wisst ihr ja. Aber schon, als ich den Wagen bestellt habe, hatte ich schon den Wunsch, oh, da muss irgendwann das Kit von Oettinger dran. Was haben wir hier? Das ist wieder eine Rathausschale, nehme ich an. Wir haben ja vorne, hinten Rathausschalen. Viele haben ja, ich habe ja das Das Trockeneisstrahl-Motorraum-Video-Reinigungsgedöns habe ich euch ja einmal vorgestellt. Hier haben wir noch eine Rathausschale. Und habe da ja gesagt, dass ich keine Rathausschalen drin habe. Und ja, natürlich baue ich jetzt die alten Rathausschalen nicht wieder ein. Das Video ist gestern online gekommen. Nur damit ihr mal so wisst. Ich nehme mal heute. Gestern war Karfreitag. Ja. Heute ist Samstag. Dritte, vierte. Ja, heute hätte mein Opa Geburtstag. Der ist vor ein paar Tagen leider verstorben, der Gute. Hier haben wir einen Kotflügel. Aber wo ist der andere Kotflügel? Das hier vielleicht. Was ist das hier? Ja. Das hier ist noch die eine Seite. Nee, das hier. Brutal, wie das alles eingepackt ist. Ne? Normalerweise hast du ja, wenn du dir irgendwelche Pakete bestellst, dann haben die immer so einen Karton und dann liegt da so ein kleines Ding drin. Ne? Aber hier ist das alles echt gut eingepackt. Das ist auch so ein Seitenteil. Warte mal, wenn ich das... Das ist sogar die Seite. Können wir mal, wir halten das mal ans Auto dran. Wie gesagt, das muss hinten alles weggeschnitten werden. Ich
weiß gar nicht, ob das jetzt auf der Kamera so rüberkommt. Musste mal von hier, von hinter mir quasi. So ungefähr kommt das. Mega, ne, oder? Das bleibt ja so offen. Nee, das ist ja nicht offen. Oder was meinst du mit offen? Ja, da kommt nichts mehr hinter. Nee, das ist jetzt noch nicht ganz dran, weil das ist ja hier noch alles dran. Ach so. Das ist ja in dem Kit gibt's das ja alles quasi dazu. Und hier muss halt ein bisschen was weggeschnitten werden. Da machen wir auch ein Video zu, weil das ganz interessant ist. Und ja, wie gesagt, also das ist der einzige Nachteil, den ich so habe, dass ich das Auto zerschneide. Aber wie wir von Jean-Pierre, ich weiß gar nicht, BMW war das, glaube ich. Ich glaube ein BMW. Da hat er auch das Bodykit dann wieder abgemacht und hat sich das hinten alles neu modellieren lassen. Und man muss dazu sagen, es gibt die komplette C-Säule. Gibt es auch einfach neu zu kaufen. Ne? Also wenn, warum auch immer ich so denken könnte, wollen würde, müsste. Ich könnte einfach das Seitenteil wieder tauschen. Ist zwar brutaler Aufwand und macht man auch niemals, aber möglich wäre es. Ne? Einfach C-Säule, einfach alles komplett raus, wieder neu einsetzen, fertig. Ja, mega, mega. So, und jetzt kommt die brutale Stoßstange. Nee, hier kommt noch irgendwas anderes. Ja, das muss ich alles mal nach und nach auspacken. In irgendeinem Paket, da war auch eine Anleitung dabei. Das ist hier Lego für Große quasi. So. Oh, ich habe Angst, dass hier irgendwas kaputt geht. Guckt euch das bitte an. Das? Geil, ne? Wir müssen dann wieder. Ach so, siehst du? Daran habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Hier müssen natürlich die PDC-Dinger und so auch wieder rein. Die muss ich dann von der Stoßstange abbauen. Das hier ist eine Abschleppöse. Ey, wie. Guck mal, die haben hier sogar mitgebracht. Ich muss nachher, glaube ich, mal ein bisschen knacken, um wieder runterzukommen. Kennt ihr das noch früher? Hat man die immer so geknackt, ne? Voll beruhigend. Okay. Voll beruhigend, ja. Hier sind sogar Reinigungsscheinwerferdüsen, Wischanlage, Zeugsgedöns. Mega. Mega cool. Und es ist auch nicht so schwer, wie ich dachte. Ich dachte, dass das schwerer ist. Mega geil. Einziger Nachteil, jetzt hast du wieder, wir haben beim Umzug Müll. So viel Müll gehabt. So viel Pappe und so. Jetzt habe ich schon wieder so viel Pappe. Okay. Warte mal. Aber das schmeiße ich einfach bei Alus in der Tonne. Schöne Grüße an Pierre. So. Das packen wir gleich mal getrennt. Pappe zu Plastik. So, Pappe zu Plastik? Pappe zu Plastik. Ja, also, dass wir das trennen. Das wäre jetzt nicht alles Pappe hier. Pappe zu Pappe, Plastik zu Plastik. Ja, genau. So. Oh, das ist echt sexy. Das gefällt mir wirklich richtig gut. Mega. Ja, ich will einen Kotflügel auspacken. Ich warte die ganze Zeit hier schon auf einen Kotflügel. Ich glaube, das wird einer sein. Ich habe ja jetzt auch GFK-Kotflügel dran, aber von der Firma Mücke Carbon. Tada! Kotflügel. Das ist sogar die Seite, die wir eben auch gezeigt haben.
Ja, und hier kommt dann auch noch so ein Gitter rein. Ich weiß gar nicht, ob das dabei ist, aber bestimmt. Ja gut, der wird jetzt natürlich nicht so, weil die haben 4 cm, glaube ich. Die haben 3 cm. Aber ja, hier ist mir sogar schon mal jemand gegengefahren, einfach abgehauen. Aber da ich ja wusste, dass das hier dran kommt, habe ich da jetzt nicht irgendwie jemanden dran gelassen, quasi, dass der das macht. Aber mega cool. Das wird so fett, Leute. Wirklich, wirklich. Das wird so fett. Ich freue mich mega. Richtig geil. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich finde es... Ich bin voll sprachlos, weil ich mich wirklich, wirklich freue, weil das ist so halt so ein Traum, ne? Ich stehe halt voll auf Motorsport und jetzt wird der Wagen wirklich, wir haben im Innenraum, habe ich was verändert. Ich weiß nicht, ob ihr das Video jetzt schon gesehen habt oder nicht. Falls nicht, sage ich jetzt nichts. dann kommt das noch, aber ich glaube, das kam schon. Im Innenraum haben wir auch schon was verändert und worauf ich hinaus will, ist, es fügt sich alles wirklich so in diese Motorsport-Optik. Es ist alles so ein bisschen versucht, clean zu halten. Okay, die Motorhaube ist jetzt ein bisschen sehr provokant. Aber ja, einfach mega, mega cool. Ich bin wirklich höchst zufrieden. Bei 30 Minuten stoppt die Kamera. Ich weiß nicht, wie viele Minuten wir schon 23. haben. 23 Minuten für ein Paket auspacken. Und mein Arm bricht gleich. Dein Arm bricht gleich. Ja, es ist also, ich bin einfach nur glücklich, wirklich. Ihr könnt euch nicht, würdet ihr das weiß lassen? Also wir machen, das muss ja lackiert werden, ne? Sieht man ja, ich kann das ja nicht so dran bauen, weil das hier ist nur, ich glaube, das ist grundiert, ich habe da gar keine Ahnung von, ich glaube, es ist einfach nur grundiert, ne? Soll der Wagen weiß bleiben? In Kombination mit Motorhaube in Sichtcarbon lassen? Oder es gibt ja NATO-Grau zum Beispiel, finde ich ganz cool. Aber dann sieht es halt wieder aus wie so ein VW-TCR. Dann meine absolute Lieblingsfarbe ist Kreidegrau von Porsche. Finde ich mega sexy und könnte ich mir auch gut in Kombination mit der Sichtcarbon-Motorhaube vorstellen. Einfach nur schwarz, so Black Beast. Könne auch sein. Oder weiß lassen. Ich weiß nicht. Schreibt das einfach gerne mal in die Kommentare, was ihr so sagt. Und was auf jeden Fall gemacht werden muss, guck mal. Ich weiß nicht, ob ich das in einem Video schon mal gesagt habe. Ich habe den Wagen ja neu konfiguriert. Und du hast das, wenn du den Wagen konfigurierst, dann wählst du, ich habe jetzt keine Ahnung, du wählst ein Radio aus und wenn du das Radio ausgewählt hast, dann ist aber dein Blinker pink. Pakete. Genau, du hast Pakete und du wählst, wenn du eine Sache anklickst, kann es sein, dass du mit diesem Klick eine andere Sache wieder löscht. Ja. Ich hole den Wagen aus Wolfsburg ab und denke, Alter, was ist denn da los? Da leuchtet nur ein Ring, ich habe aber zwei bestellt. Dann gucke ich in den Katalog, nee, war gar nicht drin. Das hat mich richtig, richtig geärgert. Und ja, die sind echt ein bisschen... Ich weiß gar nicht, was sie kosten. Ich glaube, ein Scheinwerfer 1200 Euro oder so. Und ich brauche ja zwei. Osram, für das Vorfacelift hat Osram, da haben die schon Scheinwerfer. Die Scheinwerfer finde ich auch ehrlich gesagt eigentlich schöner sogar als von dem Facelift. Aber fürs Vorfacelift haben die schon, nur fürs Facelift noch nicht, glaube ich. Aber da muss ich nochmal im Internet gucken, weil das ist auch wirklich der optische nächste Schritt, nicht wegen mehr Licht, aber das sieht irgendwie billig aus, so. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so, keine Ahnung, nervt mich auf jeden Fall. Das nervt. Guckt ihr bitte diese absolute Schönheit von, Alter, das ist so sexy, ey. Wie hier, wie das schon direkt richtig fett aufbaut. Und was ich auch geil finde, Clubsport vom Golf 7 R. Nee, das ist ein GTI Clubsport. Ich laber hier Müll. Vom GTI Clubsport. Der hat hier zum Beispiel noch so Luftbleche drin. Und da ist das auch so gehalten. Bei mir ist das ja jetzt, da sitzt das ein bisschen auf.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das wird ja dann hier nicht in Wagenfarbe, also die Stoßstange wird in Wagenfarbe. Und die hier werden dann, ich glaube, Hochglanz, ich weiß nicht, ob Danny das dann so hinbekommt, wird dann Hochglanz schwarz. Irgendwie so. So, ich will nicht zu lange quatschen, ihr habt wahrscheinlich schon alle abgeschaltet. Nächste Schritte sind jetzt, weil ich werde das Video jetzt hier gleich beenden. Die nächsten Schritte sind jetzt, wir werden einmal vorne alles abbauen und die Kotflügel abbauen und werden das mal dran stecken, um zu gucken, ob das auch alles so passt oder ob da eventuelle Nacharbeiten sind, weil zum Beispiel bei den Mücke-Carbon-Kotflügel, was ja auch GFK ist, musste man so ein bisschen, ihr kennt das, ne, so ein paar Anpassungen musste man machen und da will ich mal gucken, ob das, wie das hier so der Fall ist. Und dann, genau, das machen wir. Dann muss ich die Heckteile einmal anpassen oder gucken. Dann wird das Auto hinten zerschnitten, davon gibt es auch ein Video. Und dann geht's zum Lacker. Lackieren wir einmal das Auto einmal. Oder die Teile, das weiß ich nicht. Wie gesagt, schreibt es gerne einfach mal in die Kommentare. Auch was ihr generell von dem Umbau haltet und tut mir einen Gefallen, hatet nicht rum oder so. Ne? Das ist mir, weiß ich nicht, es verletzt mich irgendwie. So ein bisschen. Danke fürs Zusehen, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Ja, packt ein Auto in die Kommentare. Bitte? Packt ein Auto in die Kommentare. Ein Smiley, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Genau. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, packt mal so, es gibt so Auto-Smileys, packt die mal in die Kommentare, wenn ihr vom Handy guckt. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir haben jetzt schon einmal die Stoßstange abgebaut.